So! Okay. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Video Death Pro! Genau! Oh, doch was. Anscheinend. Ja, der Death Pro braucht immer so ein Problem und der hat wieder weg. Und wir haben einen fetten Ton. Ja, der Ton ist ein bisschen laut. Alter! What the shit habe ich hier schon wieder gemacht? Das war, weil der Ton so laut war, das hat mich irritiert. Immer diese schlechten Ausreden. Schlechte Ausreden, die sind für gut, die verarschen. Leckt mich doch. Ich geh. Warum war eh nichts? Ah, scheiße sowas, ne? Wenn man einfach nur so ein Blumenpott ist. Du hast ihm sein Leben versaut, er dachte, er ist was Besonderes. Ja, es ist ein Blumenpott. Falsch gedacht, Schnappe. Soll doch aber sein. So, gehen wir hier doch mal links lang. Okay, hier ist nichts. Cool. Ja. Und da kann ich mal links halten. Dann mal weiter nach unten. Komm. Boah, hast du den gesehen? Der verliert auch Bomben überraschenderweise. Alter, am Arsch. Mann, ey. Was mache ich hier schon wieder? Ja, keine Chance hatte gerade. Ja. Der arme Rubin. Sollte so sein, das gehört so. Du wolltest ihn nicht haben? Ne. Ja. Komisch, sonst sagst du die Gümmelrubin. Ja, aber dem doch nicht, der ist nichts Besonderes von ihm. Ah, was war an ihm so schlimm? Scheiße. Ich habe nicht gesagt, dass was an ihm scheiße war, er war nur nichts Besonderes. Oh, sie ist aber noch da. Sehr schön, jetzt tötet sie mich aber, weil das die Schattenwelt ist. Ja, wie witzig. Nein, das ist so wie der Safe-Block auf dem Evil draufsteht. Oh ja. Alter, hat er mich... Das erste Mal uns auch gefistet, ne? Das weiß ich gar nicht so genau, ob der mich wirklich noch erwischt hat. Ah doch, müsste eigentlich. Oh, ich bin gestorben. Ist wahrscheinlich. So, also muss ich jetzt hier lang und hier lang. So, so ein Schock. Aber wenn denkt so, alles ist in Ordnung, dann kommt der noch, ey. Ja, da stand Evil drauf. Ja, aber das liest man ja auch so fett. Genau. Das ist so. Was? Wo? Wann? Die Safe Point Blocks werden lebendig. Achso, bei. Genau, geil. Genau, total. Ein bisschen Aktion des Tages immer lesen, ob man auf den Safe Block schießen will, wenn da irgendwie draufsteht. Ja, genau. Das ist so ein knackiger Kack und dann wieder ein Fettsack. Dieser Fettsack? Genau, der am Arsch. Hund. Vier Bomben. So, okay, das hätten wir. Ja, und da ist einer meiner Kumpels gewesen. Und hier ist sonst nichts. Nö. Okay. Wenn du das sagst, ich glaube dir. In Aktion. Dass er nicht über die Schräge angreifen kann, fickt mich glaube ich noch am meisten. Aber die können's. Ja, genau deswegen. Ja, weißt du, da, man ja kann so laufen, man kann so irgendwie so über die Schräge halt laufen so, aber man kann sie nicht angreifen irgendwie. Dann stehe ich meistens ja, falsch. Ist ja nicht so, ist ja Rumpel, du hast ja eh Wirbelklinge. Und eine Sache, die ich nie verstanden habe in so vielen Spielen, wenn ich die Gegner berühre, verliere ich ja mein Leben. Ja. Warum verlieren die Gegner kein Leben, wenn sie mich berühren? Weil sie heftiger sind. Achso. Das ist halt nur so ein Also das ist eigentlich gesagt der absolut größte Lappen aller Zeiten. Ja, wie so oft, ne? Monster ist immer so heftig gefährlich, man selbst ist nur so ein Lappen.
Kugel. Ja, selbst, also dann kommen die kommen auch mit einer ziemlichen Geschwindigkeit auf dich zu. Okay, kann man nicht verstehen. Ah, dann zerflasht man trotzdem nicht so. Ja. Hört ihr das? Diesen wunderbaren Sound? Ja, dein Lieblingsgeräusch. Dieser Guy hat immer so ein paar Sprengkörper um sich rumgekettet und wenn so ein paar Abfall liegen, fliegt dann. Hier ist ein Pfeil! Aktiviert sich das. Er steht voll drauf. Ach so. Das verwirrt mich. Ja. Das soll ich glaube ich auch verwirren. Die kann man nicht verschieben, okay. Das da kann ich nicht durch. Marsch, na gut. Boah, der geilste Palast ever. Mann, hier ist ein geiler Baum. Achso. Ja, hier. Ja, niemand liest gerade vor. Ein bisschen komisch hatten wir sonst immer gesagt. Triforce! Das letzte Wort Michi ist. Ja. Das war merkwürdig. Weil das so episch, der Baum ist einfach so dein eigener Part. Ah, yes! Ist besser wieder. Du kannst ihn jetzt voll anpinkeln und er kann nichts dagegen machen. Jetzt habe ich Layer 2. Das waren die Hintergründe offenbar. Mhm. Mein Fuß juckt. Ah, an der Unterseite. Oh, roter Planet. Ah. Lower Planet. Ja, roter Planet. Alter. Das war dein Lied, Steffen. Nein. Oh. Da hast du ja auch richtig schon runtergezwirbelt. Wie sieht's bei Cookie Clicker aus? Ja, ich habe mir gerade Upgrade für 15 Millionen gekauft. Ne, Milliarden, ne? Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall für eine Menge. Hätte ich 15 Milliarden Cookies, was ich damit anfangen würde. Alter Mann. Dann hättest du immer noch weniger als ich. Aber gut. Da hätte ich auf jeden Fall Karies. Ende. Nee, du würdest gar keine Cookies mehr sehen können. Ich bin blind? Ja, blind, wenn man zu viele Cookies hat. Ja, okay. Fährt man. Gut zu wissen. Der Pfeil, dann ist man der Vogel, der 4 abzieht. Ja. 4? Ja. What the shit, das ist voll 4, Mann. Ja. Oh, Frage ist jetzt. Geil. Okay. Öfter abspeichern, dann habe ich nicht so den nervigen Laufwege. Also in dieser Folge haben wir bisher nichts erreicht. Nee. Wir haben auf den Blumentopf, der heftig ist. Und der geht mir voll auf die Eier, alle gehen mir hier voll auf die Eier. Das war gut so. Ich hoffe, man hat jetzt keinen Emulator. Und nur die Konsole. Und dann diese Boom-Töpfe. Alter, ich hab so ja schon ein paar Controller zerstört, ne? Aber... Jetzt kannst du die Tastatur zerstören. Ja. Wo ist die Escape-Taste? Ah, wo ist die Escape-Taste? Also Controller zerstöre ich nur, indem ich zu heftig spiele. Ja. Ich hab einen angeknabberten Super Nintendo-Controller. Das sieht lustig aus. Und sich die Bissspur. Hm. Willst du Hunger beim Spielen? Nee, Aggression. Oh. Oh, cool. Und deswegen isst du Controller? Cool. Das war dumm. Gut. Lassen wir das Ganze doch nochmal. Der hat sich auch gerade gewonnen. Was machst du da? Kann ich die Biene von dir abkaufen? Ja, gleich, ey. So, Biene. So, und bevor mir wieder was Dummes passiert, gucke ich jetzt erstmal das hier aus. Boah, ja. Geil, der war gerade in der Luft. Das ist echt geil. Da haben sie gut hineingebaut. Ja. Weg! Geh weg! Schönes Wetter, Leon, ne? Den will ich nicht mal töten.
Wo? Hm. Auf der A gedrückt halten und so. Jetzt zum Beispiel. Achso, ja. Ich habe gerade A und B verwechselt mal wieder. Ah, klar. Das ist bei der Tastatur ein bisschen komisch. Und hier gleich auch A. Dein Freund. Warum sagt nein? Du musst mit ihm sprechen, um in der Story voranzukommen. Was ist ihm das jetzt sagen? Hätte ich sowieso nicht gemacht, weil dann hätte ich ja schon... Ach nee, ich hätte nicht mit ihm schon mal gesprochen. Stimmt, ich habe ja den Safe State geloadet. Apropos Safe State. Bitteschön. Ja, mein Aim ist einfach unglaublich. Ich glaube, hier kommt man nicht durch. So gelehnt, das sieht echt was für ein Blumenkopf aus. Oh. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Schade, ich dachte vielleicht verliert er ja einen Ding oder so. No. Und den gibt's nur Bomben, wo sie nicht so cool will. Okay. Der geile Vogel. Der geile Vogel. Ach ja, naja gut. Geh mal Richtung Pfeil. Das ist alles blöd. War ich also doch zu blöd um. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Yu-Gi-Oh! Dash-Probe. Wir sind immer noch in diesem komischen grünen Garten. Ah, hey. Boah. Ach, deswegen ist auch der Pfeil dahinter. Ah, okay. Ah. Macht voll Sinn. Und er sagt, geh nach da. Den war der Fall. Ne, ich bin Rebell. Boah, ich hab dazu gelernt. Ja, das ist das Blumentopfland. Kann man halt nichts machen. Na klar, die können ja zu Leon so freut sich. Oh ja. Nee, da war ich schon. Cookie. Wieso soll ich... Tja, Steffen, gehst du ja mit Bild durch? Ja. Dann guck mal ein bisschen genauer hin. Ah, okay. Ja, macht Sinn. Und sowas von Sinn. Wow, wieso sollte man da jetzt links von mir hin wollen? Genau, wenn du sagst. Ja, Kiki, der Monkey. I love rupees more than anything. Can you spare me 10 rupees? Good choice. I will accompany for you for a while. Cool. Jetzt habe ich ein kleines Äffchen. Ich glaube, ich habe ihm damals keine gegeben. Ja, hat er dich dann gehasst? Ein bisschen. Stell mir mal vor, Biene wäre dafür gewesen. Game. Der hat mir nur mein Essen geklaut. If you give me 100 rupees, I will open the entrance. Oh, ja, komm, ich hab's ja noch. Affenpower.
geile Aktion, Bene. Danke schön. Bene ist für das nützlich. Kein Problem. Immer wieder gern. Wenn man mehr Geld gibt, womit ich mir Essen kaufen kann. Hey. Schattenwelt, anderes wie beim Dungeon, natürlich. Ist auf dem Klavier ziemlich creepy. Besonders wenn es Gewitter ist. Ja. Ich würde sowas tun. Bei Gewitter ist alles creepy. Ja, irgendwie schon. Oh, dein Freund. Okay, hier ist ein Teleporter. Noch mehr Freunde. Hier sind zwei Freunde. Kann man die besiegen? Konnte man die? Ja, kann man besiegen. Okay, so nicht. Sie hat einen Stimmenbruch. Desmoden, I know you are doing your best, but please hurry. Ja, sie ist in Death Mode, also ganz weit weg. Ah! Ein Todesberg. Nein. Hey, die klauen mir Magie. Oh ja, die ist ziemlich witzig. Und... Oh, da ist auch ganz viel witziges Zeug. Okay. Ne? Wo ist der Fuck not? Oh, die sind witzig. Die habe ich früher gehasst. Muss ich ehrlich sagen, wie war denn beim ersten? Das waren so richtig so, wo ich sagen konnte, ja, das ist ein richtiger Wichser. Aber jetzt geht das ja spaßlos, ne? Ah, ich verstehe. Das ist der Oberwichser, ey. Die anderen sind so okay, nix los, ey, aber er ist so der Wichser. Hier ist nochmal die Karussell, hier ist nochmal die kriegt nochmal der Markt was. Verdammt, das... Oh. Okay, die nehmen keinen Schaden dafür. Vielleicht mag ich Pilz. Vielleicht aber auch nicht. Na? Ja. Geil, das hat rein gar nichts gebracht. Ja, das oh Mann, die sind echt kaputt. Nur vor, anstelle der zwei Grünen hätten sie zwei Rote dahin gemacht. Okay, jetzt weiß ich zumindest, was das ist. Dann gucken wir mal, was hier ist. Na, also ein lustiger Freund, den du damit ficken kannst. Vielleicht sollte man so rein logischerweise auch erstmal den mittleren Gang nehmen, der schon offen war von Anfang an. Aber das ist mir ja viel zu einfach. Oh. Oh. Lustige Kotzis. Okay, hier unten ist nichts mehr weiter. Der kostet sich mal raus. Oh. Den hatte ich schon mal, Colin. Egal. Ich wollte nur gucken, ob da vielleicht noch ein Herz ist. Okay, dann nehmen wir jetzt einfach mal die mittleren, weil der rechte nervt mich. Ja. Oh, ist ja, Schildkröten. Schildkröten! Ein, zwei, Schildkröten. Jugendliche mutierte Ninja-Schildkröten. Yeah, ein, zwei, drei, vier. Schildkröten! Oh, sie sind so heftig. Schildkröten! Vorsicht vom Zerschretterer. Schildkröten! Die Version. Blauer Planet. Ja, das ist der da gerade. Der ist gerade ein bisschen blauer Planet. Glitzernder blauer Planet. Tschüss, wow. Okay, oh, geil, das und noch mehr Schildkröten. Eins, zwei. Und noch ein paar Skelette, warum nicht, ne? Drei, vier. Ja, da sind sie, Skelette. Boah, die werfen mit ihren Köpfen. Ja. Kranker Schick. Schildkröten tanzen dazu, Mann. Das ist die Kopfwerfkampftechnik. Ja. Die kannst du lernen, weil alles ist wirklich Kampfschule. Für Schlägereiner Lord. Genau. So. Boah, wie ich die Schildkröte ausgetrickst habe. Ja, da war sie ein bisschen gefordert. Oh, das ist wieder ein kleiner Freund. Oh, noch mehr kleine Freunde.
Ah, jetzt bin ich wieder hier, was? Genau. Ah. Wahrscheinlich wollen sie, dass du da lang gehst. Zu deinem neuen Freund. Nein, der kann nicht anderbar werden. Ey, am Arsch, du Schlampe! Ja, sie schockt jeden. Der Bogen ist da so lustig. Warum ist das so? Tja. Warum ist er so? Mal ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wie ich... Ich will erstmal die anderen machen. Die drehen sich zumindest immer gleich mit mir. Ja, sie kotzen nicht. Ja, das kommt noch dazu. Und sie sind zwischen schwer zu schlagen und mit einem anderen Scheiß auch. Schlampe! Brauchst du zu pfeifen, so zufrieden? Nee, das war die Zirkusszene, die ist unheimlich. Ja, aber du klingst beim Pfeifen so zufrieden. Ach so. So, jetzt wird also der, im Raum, der Raum sagt dir schon, was du so machen könntest. Ja, sagt er mir das. Bietet voll viele Er hat nicht mit mir gesprochen, war hier noch irgendwas. Doch, doch, der Raum hat auch seine Art mit dir gesprochen. Du bist scheiße, hat er mir gesagt. Nee, ja, du bist scheiße und hier, dann das, aber du bist trotzdem scheiße, das hat er gesagt. Und jetzt gehst du mal flank. Der Panzer war schon für sich für den ersten Mal da ist ja dann das Publikum da gerade unten überspringt. Voll steile Schuhe. Und was passiert? Ja, okay, so. Ich dachte, du stehst und dann abkommt. Fick dich, Delfin! Ja. Das wusste ich. Und vier Stück, ey. Der Anführer ist der rote Mann. Den noch so Link-T-Shirts haben müssen, so für Gerle. Ja, ne, Kobas. Oder Zelda? Kobas. Zelda. Oh, zu viel. Scheiße, die bestoßen mich ja zurück, fällt mir gerade mal so auf. Ne? Die sind richtig gut drauf. Oh Mann, ey. Ups. Sie wollen nicht müssen bekommen. Mal schauen, vielleicht bringt das ja ein Tipp mal los. Geil. Wusste ich sogar nicht mal, dass das geht. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe was Neues gesehen. Ich mal das Spiel. Wusste ich überhaupt nicht, dass man hier mitleben kann, ey. Cool. Das ist witzig. Oh Mann, du probierst viel aus, das ist toll. Wie kann man also damit leben, ey? Klasse, ey. Da. Guck mal hier, hier habe ich noch nicht alles. Bevor ich wieder zu den Nervigen gehe, darauf habe ich nämlich keinen Bock. Ja, klar. Mach mal das bei den Schildkröten, wir wissen, ob die auch gelähmt werden. Nein. Oh. Ich habe kaum Magie. Ja, dann kannst du vielleicht einmal oder überhaupt nicht mehr einsetzen. Ja. Ja, war echt zu wenig. Achso, ups. Ich hab auch keinen. Oh. Da war ja was. Oh, die Dinger sind zu geil. Oh Mann, ey. Oh Mann! Na, noch mal. Ja, klar. Brumm! Das ist der Big Boss ist schon mal weg. Oh, das Ehrengefühl. Das war ja mal schnell. Das ist der Schlampen. Geht doch alles. Geht doch alles, Mama. Ah, da ist gleich der nächste Kumpel. Ja. Der kann ja nix. Ja, komm her. Stoßen wir erstmal die Klippe runter. Nee, ich will das jetzt von ihm haben. Hä? Oh cool, ein Rundgang. Ja. Geil. Komm ich da. Fuck me, ne. Was passiert, wenn ich da eine Bombe jetzt hinleg? Keine Ahnung, was passiert, wenn du da eine Bombe hinlegst? Was passiert mit dem Papier, was ins Wasser fällt? Ja, genau, ne? Es wird plötschen, plötschen. Oh, schön.
Oh, meine Kumpels. Na, alle da? Oh ja, die sind eigentlich alle da. Dann noch ihre zweiten Kumpels. Und ein Freund. Und ein neuer Freund. Und mehrere zwei Freunde. Und gleich kurz ist er dein allerliebsten Freund. Nein, erstmal kommen ja unsere blitzenden blauen Planeten. Blauer Planet. Yeah. So, also, der Raum sagt ja alles. Kopf. Der Raum verrät. Boah, boah, so noch mehr als üblich verrät der Raum. Was du schon hast. Boah, sogar jetzt geht's auch nicht los, du. Was für Krüge? Die hier? Ja. Boah, tschüss. Ach du Scheiße. Wow. Das muss ich natürlich noch treffen, ne? Ja. Das kann ziemlich kacke sein, weil du den gegenüber stehst. Ja. Pfeil und Bogen. Hey, ich kann ihn mit Pfeil und Bogen besiegen. Hey, er trifft mich immer, wenn ich ihn anschaue. Und er ist mit seinem Kotzi meistens ziemlich schnell unterwegs. Ja, Steffen, das T-Shirt, ich versteh's nicht. Ja, ich versteh's. Du hast die Pfeil und Bogen bekommen, er knechtet dich immer noch, ich versteh's immer noch nicht. Ja, Rückseite. So, sagst du einer der Schildkröten, ja, da mit der Rückseite. Dann kannst du sie nicht mal knechten, weil sie so hart ist. Oh. Freund, mehrere Freunde. Oh, und Planeten. Oh, und drei Freunde. Ja. Yeah. Eigentlich müssen im nächsten Raum vier sein. Ja, der perfekte. Ein Totenkopf sind noch. Ja, genau. Der kann auch nur so Verwirrung dienen. Oder der Rote als 2. Ja. Jawohl, ein Herz mehr. Hätte ich jetzt ihn nicht so bekommen, hätte ich jetzt 3. Aber hier ist ja noch eins und ein Krug ist eins. Und die 5 Pfeile. Ah. Das heißt, 5 Pfeile sollten ausreichen. Mach trotz. Bei den reicht glaube ich sogar ein Pfeil über den Boden. Naja, jetzt ist er nicht mehr schlecht. Scheiße. Aha. Scheiße, Mann! Da kommt der Krug! Ah! Oh mein Gott! Der macht mich echt voll fertig, der Typ. Rot, es ist der Hintergrund, ich komme damit nicht klar, dass er sich immer dann bewegt, wenn ich mich bewege. Ja! Fertig. Das ist so einer der... wie wenn du in den Spiegel schaust. Ja! Einer der pissigsten Charakter. Willst du mir jetzt ernsthaft auf die Eier gehen? Oh, guck mal, wie es mir hinterher läuft. Stirb. Guck mal, wie du es nicht getroffen hast. Ja. Oh, nochmal, ne? Ja, nochmal. Na komm, hier, dann gib mir gleich den besten. Hey! Okay, also du hast 4 Herzen verloren, um einen zu bekommen. Was? Was? Jetzt kommt erstmal ein Freund. Ne? Ja, komm. Vielleicht schnurrst ihn gerne. Hat er andere Freunde eigentlich schon einen Namen? Lover? Ah, oh, Steffens Lover. Colin, meinst du? Achso. Oh ne, du denkst, oh, der ist vielleicht nervig, Mann. Boah, geht gar nicht. Und nochmal bomben einsammeln, weil das kann. Erstmal Freund. Freund, genau. Wollen wir Freunde sein? Ja, jetzt kommt 2 davon. Die können nix gucken. Die machen wir miteinander und raus, wenn du dazukommst. Du kannst auch mit Pfeilen knechten. Ja, wollte ich auch. Ich hab nur aus irgendeinem Grund jetzt erstmal. Aber der ist natürlich jetzt ein bisschen pissig. Sein Leben, er hat schon seinen Zweck erfüllt. Jetzt kommt schon wieder der Gay-Raum. Oh. Was ist das? Ich komm darauf nicht klar, Mann! Also, komm, gib mir doch 3-4 Mal und dann... Oder jetzt müsste es ja. Jetzt müsste es ja. Wow. Ha, ich hab ihn getroffen! Ich hab ihn getroffen! Was siehst du jetzt hier? Einmal kannst du dich noch treffen lassen. Jetzt schmack es. Ja? Oha! Direkt vor ihm. Jetzt kommt diese Western-Musik. Wer kann zuerst? Wer hat den schnelleren? Wer schneller am Abdrücker? Oha, was Scheiße, ich dachte, ich kann. Ich will ihn da wieder reinlaufen lassen. Guck mal, jetzt sieht das doch schon besser aus. Vielleicht beim nächsten Mal dann. Scheiße, ein bisschen zu lang. Also brauchst du auf jeden Fall mehr Abstand, wenn du ihn da reinlaufen lassen willst. Ja, wenn du meinst, okay. Meine Boah, bam, wie ich's voll drauf habe, ey. Und die Colin, die erzählt hat, dass du mehr Abstand kommst.
Ja, aber wie ich da selbst drauf gekommen bin. Ich meine, jetzt kommt ja das hier. Das ist schon Spaß genug jetzt. Da kommst du schon wieder zu deinem Freund. Außerdem, du hast ihm die Mondpferde gezeigt. Ja, muss da einfach, weißt du. Mondpferde muss da. Das muss jetzt auch mal sein. Das läuft doch gut, läuft doch prima. Ach, deine drei Freunde. Ja, das ist Trio, Trio. Ja, na, da sind wir wieder. Wieder mal richtig scheiße zu dich. Noch ganz wenig Leben, das verkackst du. Ach ja, die. Ja, es sind ganz viele Freunde. Gleich fünf, nee, ach, das ist zehn in dem Raum. Ja. Deine Freunde sterben wie die Pest. Wow. Wir sind die Pest. Von so einem Kleinen wäre jetzt am geilsten, ne? Von so einem Fleetch. Ja, das ist echt ein Fleetch. Auch wenn er neben seinem ein Fleetch machen könnte, aber er hätte Potenzial. Von dem größeren Format. Na, was geht ab? Da komme ich irgendwie nicht dran vorbei. Vielleicht doch. X. Ja. Rechts gibt es noch einen Raum. Vielleicht guckst du euch im Raum einfach ein bisschen um. Ich sehe nichts. Ich verstehe es noch nicht. Ich verstehe es immer noch nicht. Ja, wir verstehen es. Ja, oh, tut das gut, so ein geiler, leckerer Pfeil. Ich glaube, die zwirbeln sich gerade ein. Ja. Gegenseitig. Kann man mit Mann. Ja, unten ist der ganze Körper, da sieht man nicht das. So wie bei Dickdreh. Oh ja, so wie bei Dickdreh. Ja, ganz nur bei Dickdreh Männer oder so. Dann hat er halt Spaß. Irgendwie glaube ich nicht, dass ich... Tja, was hast du denn so offen? Boah, okay, tschüss. Ich habe den Spiegel. Ich will den Pilz einsetzen. Den Spiegel solltest du nicht einsetzen, sonst kommst du wieder zu deinem Lachen. Ich weiß. Und deinen anderen Freund. Ich hab noch hier... Was noch anderes zu irgendwie habt ihr mich verarscht. Nein, das war nicht alles. Also ich hab dich wirklich nicht fett verarscht. Du gehst ja gerade die Colin-Schiene und das ist natürlich nie... Ja, stimmt. Colin labert scheiße. Naja, aber du kannst trotzdem noch was machen. Okay, das kam vom Herzen. Ja, ja, sie sind zurück. Ah, scheiße. Das hab ich selber nicht mal gedacht. Scheiße, das eklig. Und sie teilen sich. Ja, klasse. Wir haben wieder ganz viel Lichterspaß. Voll Disco gerade. Disco Qual. Großer Planet. Ich will erstmal das Herz sein. Ja, von so einem Kleinen musste ich sein. Wow, das war ihm pissig. Der wäre fast zu dir geflogen. Ja, siehst du, passt doch. Jetzt hast du nur wieder dein Dreierpublikum. Ja, los. Denk mal schon. Boah. Oh, die machen das hier. Das ist so kleine Dick, das, ey. Nee, das ist der Mond, die haben so geile Schlitzdinger, die machen sich nur lustig. Ich kann's nicht lesen. Nee, so auf Bücher stehen die nicht. Ich kann's nicht lesen. Yeah, oh, mehr Feuer, da stehen wir. Yeah. Ja, das war nicht alle Items ausgetestet. Also, ja, ich trinke jetzt garantiert nichts davon. Nee, aber du bist irgendwie immer das, was du brauchst als letztes. Ja, irgendwie schon. Überhaupt nicht. Yeah, warum setzt du das bei uns ein? Jetzt doch den Spiegel oder was? Nee, fang sie mit dem Fishing Net. Hab ich schon gemacht. Guck dich mal im Raum um. Meinetwegen benutzt dein Schwert und tipp damit jede verfickte Wand an, wenn du es nur nicht das hören. Wow. Hey, die hatte ich doch schon. Ach so. Nee, du hast doch noch gar nichts gemacht. Das siehst du. Ja, ich dachte, das sind wieder welche so zum Durchlaufen, Mann. Ja, aber du bist ja nie durchgelaufen. Ich bin dagegen gelaufen, aber da ist nichts passiert, deswegen dachte ich ja, okay. Nee, die zum Durchlaufen sehen anders aus. Ja, das weiß ich jetzt auch. Das sieht doch schon viel besser aus. Boah, einen dritten Schlüssel und ich habe drei Stück. Und was, Freunde? Ja. Die müssen ja jetzt nicht mehr sein. Doch, ich muss die jetzt noch klären. Ja, ein toller Palast. Ich sehe schon, dass ich mir der Palast ist, bis ich zum Besten. Mit Abstand? Ja. Oh, ja. Ich bin da zurück ist natürlich ein bisschen scheiße. Scheiß drauf, drei Herzen. Hier ist es auch entspannter. Ich wollte nur auf Nummer sicher. Naja, du hast nur einen abgetippt, sagen wir es mal so. Boah, wenn er jetzt eine Stelle wäre, wo der Bombe wäre, würdest du das dann schon wohl nicht packen. Kannst du auch gedrückt halten.
Oh, überraschend, da ist nichts. Ja, aber das Ding ist, wenn da jetzt wirklich was wäre, dann hätte ich jetzt hätte ich da was gesagt. Oder? Weiß ich nicht. Das ist schon richtig, ja. Beim älteren Teil war es ja noch schlimmer, dann gerade hier in diesem Feuerpalast. Da ja alles. Freunde! Ja, das sind deine Freunde. Tja. Oder hast du da nicht diesen Stuhl gesehen? Ja, ich weiß. Da zurückgehen ist nicht so das Medium. Oder du machst das. Ja. Sogar, dass er da vorne wäre. Wer super. Weiß, wo du beim Teleporter gelandet wärst. Und der Totenschädel. Das Wissen, wo man landet. Boah. Und wieder die Schildkrötenpower und blaue Planeten. Schildkröten. Schildkröten, Mann. Mal yeah. Schauen, wo ich da lande. Ich glaube. Zu deinen Freunden. Überraschung. Oh, das so, hat 1, 2, 3, 4 landest du. Schildkröten. Die miteinander tanzen. Aber oh, das heißt ja, dass ich jetzt Freund, hier, ne? Freund. Achso. Ja. Tja. Wo kann man durch? Ja, ich bin... Medium. Medium. Medium! Medi-Bops. Mein Freund. Nein, ich hab's immer allein gehabt. 1, 2 oder 3. Ja, letzte Chance, Mann. Du kannst auch die Scharfe benutzen. Erstmal gucken wir jetzt gerade auf den Map. Was sagt okay, jeder? Beim mittleren Durchgang geht es hinten noch weiter. Ja. Ja, natürlich, das waren ja auch welche mit Schlüsseln. Statue. Oh, nö, natürlich nicht. Die Statue. Scheiße! Du bist scheiße! Die Statue du. Macht Gouda-Käse, Mann. Ja, von der Seite nicht. Als würde ich da jetzt nochmal rausgenommen und auf die andere Seite gehen. Was ist Göttlitz? Nein! Gouda-Käse, Mann. Ich bin einfach geil. Wissen Sie Gouda-Statue? Gouda, Gouda und Käse. Perfekt. Das ist einfach so. Und noch mehr Herzen. Und noch so ein kleiner Schalter. Tür öffnen. Tür öffnen. Okay. Ah, das sehe ich auch. Er noch zum Nom-Nom bei diesem Tempel wird. Vielleicht noch ein paar Mal. Ah ja, der Tempel geht noch ein bisschen. Ja, da kommt noch was. Das war so die... Und da kommt der erstmal wer jetzt was mit dir in der Ecke machen. Der Penetrator. Ja. Schlüssel. Ach ja. Oh, was kommt hier jetzt? Unser kleiner Freund. Nein! Ach ja. Ui. Er mag es, also gefesselt zu werden. Das wusste ich. Ah. Tja, was machst du jetzt? Abwarten. Ausgehen. Reingehen. Ah, der Königsweg. Links oder rechts? Erstmal Tür öffnen. Jo. Yeah. Oh Mann, ey. Na? Aber rechts ist auch noch so viel. Natürlich. Wobei es weniger. Und es geht noch untere Stockwerke. Wie wir schon an der Karte sehen konnten. Ein paar Aggressives, die einfach mal von Rot zu Grün hauen. Nennen wir sie die feuerspuckenden Blobs. Okay. Bomben! Yay! Wir werden jetzt auch noch so ein kleiner Block. Ja, aber lustig ist doch. Das Problem ist, weil ich die Gegner besiegen wollte, bin ich einfach kreuz und quer gelaufen und nicht gezielt. Aber hey. Hopp. Ma. Und das ist eine Bombenband. Platsch. Überraschung, Überraschung, Überraschung. Das kann ich nicht öffnen, weil sie geschlossen ist. Dafür muss ich erst den Big Key finden. Man kann keine geschlossenen Truhen öffnen. Nicht mal Bomben, sogar Bomben sicher. Ja. Das sind Ultratruhen. Ja. Made in China. Ja. Kommt einer zu früh hier. Zum Glück kommen die Dinger nicht zurück. Ja. Blub, 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 blub. Yeah. Ganz viele Freunde. Mach! Oh,
an die Truhe kommst du nicht im Leben ran. Keine Chance. Mensch, dann biss ich. Jop. Wow, okay, das war mutig. Jetzt. Kompass, aber du kannst nicht lesen. Oh. Das sieht auch witzig aus. Mal schauen, bevor ich in eine andere Ebene gehe, da die da andere Ebene und so machen. Zack. Yeah, oh, hier kann man die ultimative Festung machen. Die musst du einfach tun. Das ist genial. Nein. Doch, das ist schon... Ja, schieb. Aber geh ein bisschen weiter nach unten, sonst wirst du... Genau. Du kannst sogar noch ein bisschen weiter. Und das ist ja noch mehr gefestet. Geil. Aber das ist so... Tja. Gut, wollte ich nur checken. Und die Links, hast du die schon ausgetestet? Ja, die habe ich schon ausgetestet. Zumindest nicht immer. Yay. Oh geil, jetzt bin ich wieder in der Kumpel, ist alle da. das passt sogar, es sind genau 5 Stück. Ich weiß da gerade. Sehr schön. Aha. Ey, in den Abgrund kommen. Ja, das Ding warte ich. Tolles Geräusch. So, mal schauen, das... Runter oder runter? Ja, ich gehe mal erstmal rechts. Rechts runter. Aber, da ich jetzt hier unten bin, speichere ich und beende mal die Folge an der Stelle, weil nämlich auch schon wieder ziemlich lang. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.